wenn die Kuffar dir ein Geschenk geben und das ist als Beteiligung an ihrem Fest, dann darfst du nicht. Aber wenn das nicht als Beteiligung an ihrem Fest ist und die geben dir etwas, dann kannst du nehmen, außer natürlich, was haram ist. Und deshalb haben die Sahaba Käse von Al-Majus, von den Persen, die haben das gegessen, die haben ihre Geschenke angenommen, außer Fleisch und außer etwas, was mit Haram verbunden ist. Jetzt bald ist Weihnachten und Silvester und die Kuffar geben Geschenke. Darf man diese Geschenke annehmen? Wenn diese Geschenke so angesehen werden, dass es Beteiligung am Fest ist, nein. Wenn nicht, dann kannst du, außer dass die Haram sind. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und damit wir diese Frage, diese Antwort ein bisschen erweitern. Was ist mit Weihnachtsgeld? Weihnachtsgeld hat mit Weihnachten nichts zu tun. Das heißt Weihnachtsgeld, aber das ist der Lohn für den 10. Monat und deshalb, das ist erlaubt, überhaupt kein Problem.